Ja, ich war's. Sie wissen meine Adresse. Also, wie stellen Sie sich denn das eigentlich vor? 10 Tage Urlaub? Soll ich mir vielleicht eine Aushilfe engagieren? Es findet sich immer ein Weg. Na, würde ich mir doch noch ein bisschen Zeit lassen, Frau Danwitz. Bis Ihr Mann mit der Ausbildung fertig ist. Ja? Hast du was erreicht? Was war bei dir? Wie ich dir gesagt habe. Ab sofort entlassen. Und du? Wie ich dir gesagt habe, ich bekomme den Kredit. 2000 Mal. Es wird sich sicher ein anderer finden, Herr Professor. Einer, der vielleicht Zuschüsse von zu Hause bekommt oder der sich irgendwie leisten kann. Ich kann auch nichts dafür, dass ich auch nur Medizin studiert habe und nichts anderes. Du, es ist doch völlig egal, was ich jetzt mache. Nur red nie wieder davon, dass du deinen Beruf aufgeben willst. Hörst du? Nie wieder. Du, Hans, ich möchte wieder zurück ins Krankenhaus. Das ist doch großartig. Du, der Chef nimmt dich bestimmt zurück. Nee, so einfach geht das nicht. Das ist ja wieder dieselbe Mühle. Ich habe nichts zum Leben. Wir brauchen ja nicht zu essen, wir sind ja Genies. Außerdem haben wir das gewusst, als wir anfingen, nicht? Und haben trotzdem studiert. Es gibt kein Aber. Hast du dir das Studium zusammengehungert und die ganzen Jahre danach, damit du jetzt aufgibst? Du, noch 2 Jahre, dann ist es geschafft. Was du immer für ein Theater machst. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du jede Anspielung auf Geld unterlassen würdest. Hans? Mhm. Wer soll denn die weiteren Raten bezahlen und die Miete? Sie brauchen Geld. Los, los, los! Los! Schnell zum Auftritt, bitte! Jutta, wo bleibst du denn? Mussten wir eigentlich hierher gehen? Also wenn ich schon mit dir ausgehe, dann muss es schick sein. Oder stören dich die Leute? Auch. Du musst verstehen, ich bin hier bekannt. Das sind alles Messebesucher. Und du kennst doch meine Frau. Also, dass du dich nicht schämst. Schäme mich ja für dich. Oh Gott, was ist nur aus uns geworden? Hallo. Hallo! Was ist denn los? Frau Hambach ist plötzlich schlecht geworden. Sie muss sofort ins Krankenhaus.